Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer Episode Polybridge 2 mit der nächsten wöchentlichen Herausforderung. Wir haben 50.000, alle Materialien, aber nur zwei Federn. Und zuerst fährt A zum Checkpoint, dann fährt B über A und dann muss ich mit einer Hydraulik ihn wieder hochholen, damit A ins Ziel kommt. In Ordnung. Und wir haben hier unten einen festen Block. Ich denke mal, dass die Länge des Busses gleich ist mit der Tiefe hier. Dementsprechend fangen wir erstmal an, uns die Straße zu platzieren, auf der wir eben dann den Kollegen wieder hochziehen wollen. Bumm. Das ist schon mal der Anfang. Jetzt die Frage, wie machen wir das? Federn sind da, um den Aufprall abzufangen. Kann ich hier vielleicht noch weiter runter gehen? Dann gäbe es gar keinen. Ich kann hier hingehen. Das ist ganz gut, weil wenn ich den hier runtersetzen kann, gäbe es gar keinen Aufprall für mich. Dann habe ich nämlich keine Sorge, dass ich hier mit Federn arbeiten muss, weil er prallt auf eine feste Plattform auf. So, ich würde sagen, wir versuchen es direkt möglichst günstig zu machen. Das heißt, wir machen hier einmal mittig von dem Ganzen. Müssen wir schauen, wie weit ist das? 2 Meter genau. So, das heißt, das muss 1 Meter lang sein. Also ein Ticken weiter nach... wir müssen noch ein bisschen höher. So. 95, also 5 cm nach rechts. 99, noch 1 cm nach rechts. Perfekt. Jetzt sind wir in der Mitte. Okay, welche Höhe müssen wir rausholen? Knapp 6 Meter, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall 3 horizontale Hydrauliken einfahren. Ich drehe das Ganze mal um, weil ich mag es lieber, wenn er nach oben zieht. Also wenn es genauso aussieht, wie es soll. Und jetzt müssen wir das Ganze noch stabilisieren. Ich versuche das mal direkt einfach möglichst knapp zu machen. Das heißt, wir bauen uns hier so einen kleinen Turm hin, den wir einfach schnell stabilisieren. Ich denke, dass die Aufgabe gar nicht so kompliziert ist diese Woche. Dementsprechend hoffe ich, dass ich an die anderen Level nochmal rankomme. So, das Grundprinzip hält schon mal. Er dürfte hier nicht drauf prallen, also gäbe es auch kein Problem mit Stabilität. Genau, jetzt muss er nur rüberkommen. Das sieht gut aus. Und jetzt muss er nur hochziehen. Er zieht hoch. Und rüber. Nein, 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 nicht so, nicht so, nicht so. Ja, vielleicht doch. Vielleicht doch. Ja, vielleicht doch. Beinahe. Er ist hier gerissen. Er ist da gerissen. Ich will die Aufgaben immer alle im Budget und ohne Bruch hinkriegen. Dementsprechend machen wir hier einfach noch einen Muskel rein. Ich wollte nicht, dass er nach rechts zieht. Ich hätte ihn gern zentral gehalten, aber okay. Ich meine, wenn es so funktioniert, ist es okay, solange es nicht reißt. Ja, kein Bruch. Perfekt. Das war eine leichte Challenge. Deutlich teurer als alle anderen. Wir gucken mal in die Galerie, ob es jemand anders gebaut hat. Wir sortieren das Ganze nach Budget, um die günstigen Varianten zuerst zu sehen. Wenn er denn will. Bitte. Er will. So, was hat der gemacht? Wenn du auch spielst. Irgendwie hat er aktuell immer Probleme. Hat er letzte Woche auch gehabt. Ich glaube, vor 2 Wochen auch. Irgendwie will er die nicht abspielen. Also er hat es so ähnlich gemacht. Er hat hier oben Hydrauliken genommen. Und die auf Ausfahren. Das heißt, die sollen hochfahren. Während das hier einzieht. Okay. Was hat der hier? Der hat hier Seil oder Draht gemacht. Nach unten gebaut. Hier ist nämlich noch Hydraulik. Hier ist auch noch irgendwas. Keine Ahnung. So, dann gucken wir uns noch eins der teureren Sachen an.
Es will gar nicht. Okay, dann nicht. Zurück zum Hauptmenü, Welt 6, ja, wo wir nicht wirklich vorwärts kommen. Ich denke eigentlich, dass ich hier relativ nah an der Lösung bin von der Idee her. Aber wir gucken uns mal das nächste an. Was zur Drehscheibe? Es passiert nichts. Es fährt einfach nur Wagen. Ah, wir haben alle Sachen außer Hydraulik. Müssen zwei Checkpoints nehmen. Und wir haben nur Ankerpunkte an dieser Drehscheibe. So heißt ja der Titel. Okay. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Looping. Das ist schon mal klar. Dementsprechend machen wir uns mal einen Mittelpunkt. Das sind 3,50, also gehen wir bei 1,75. Ja, fast. Wenn ich jetzt noch richtig drücke. 1,75. Damit ich genau die Mitte habe. Ich darf da nichts platzieren. Also genau dort. Ich würde nämlich eigentlich gerne hier dann so einen richtig schönen Kreisel drum bauen, aber in Ordnung. Dann halt nicht. So, wir bauen erstmal hier die Stütze ein. Also, er muss hier rumfahren. Und er kommt von hier. Vielleicht hier noch ein, zwei Straßen ran machen als Landung für ihn, je nachdem wie schnell er ist. Und dann brauchen wir hier jetzt etwas nach oben gerichtet das Ganze. Ein einigermaßen rundes Teil. Und weil das Ding Drehscheibe heißt, wird er durch das dem Momentum des Wagens sich drehen, damit der hier nämlich nach dem Zweier rausspringen kann. Eventuell brauchen wir dann eine etwas weitere Sprungchance, vielleicht sogar hier ein bisschen ebener gehen, damit er nachher eine gerade Bahn hat. Machen wir mal so weit. Und jetzt das Ganze noch verbinden. Wir machen natürlich so viel wie möglich direkt, aber nicht komplett hier, ja. Ich glaube nur die Seiten direkt. Eventuell den auch noch. Aber sonst hier eher innerhalb verbinden. Den hier können wir auch noch mitnehmen. Ich glaube, wenn ich alles komplett hieran mache, könnte es mir auseinanderreißen. Nehme ich an. So. Dann machen wir dich hier noch fest mit Stahl. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch Stabilisierung holen vom letzten Punkt hier. Ich denke, wir gehen hier komplett einmal lang durch. So. Gucken wir mal, ob das theoretisch schon mal nicht zusammenbricht. Ja gut, das Auto ist dran gekommen, aber sonst... Es ist natürlich eingestürzt, weil das Auto hier gegengefahren ist. Das heißt, wir müssen schneller sein. Oder, Alternative, wir müssen hier leichter sein, damit das nicht zu schnell sich dreht. Sondern eigentlich erst durch das Momentum des Auftreffens sich dreht. So. Es dreht sich trotzdem sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Wenn wir hier noch mehr Holz machen. Eventuell auch noch hier verbinden. Wenn wir hier mehr Holz haben, hoffe ich einfach mal, dass das Ganze dann fester ist. Vielleicht sogar noch höher, damit wir auch da oben den kriegen. Den so ein bisschen ranziehen und so ein bisschen länger machen. Eventuell sogar die letzte Reihe erstmal wegnehmen. Weil es dann zu stark ist. So, dann ziehen wir das hier alles ein bisschen ran.
Nee, es rollt immer noch sehr schnell. Okay. Ich glaube, es wird sich immer drehen. Ich weiß nicht, ob die von sich aus dreht. Das hätte man eigentlich auch mal testen sollen. Machen wir schnell. Dreht die von sich aus? Ja, tut sie. Okay. Dann müssen wir den schneller herziehen. Und dafür gibt es eigentlich nur Federn. Das heißt, wir geben dem hier hinten dran eine Straße. Dann nehme ich die stabilere Straße, weil da eben Druck drauf sein wird. Und ich glaube, wir werden hier auch direkt mit Federn anfangen. Und jetzt hier einmal durchziehen und du musst gedehnt sein. Glaube ich. Er muss ihn ranziehen. Er muss ihn schnell reinziehen, damit das Teil mit Schnelligkeit in unseren Kreise geht. Noch nicht weit genug. Okay, noch mehr gedehnt. Aber er war auf jeden Fall schon mal schneller. Er kam weiter. So, noch mehr Power. Das reicht immer noch nicht. Eventuell weniger Federn durch geringeren Abstand, aber kriegen wir auch nicht hin. Powern wir noch ein bisschen mehr. Da reißt es. Gut. So. Machen wir das Ganze mal so ein bisschen gleich lang. In Ordnung. Gehen wir auf 50 gedehnt komplett. So. Ja, fast. Gehen wir auf 60. Können wir hier auch noch ein bisschen rangehen? Eventuell sogar hier eher so bauen. Gibt ihm nicht genug Schwung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob gerade besser ist oder so leicht angewinkelt. Auf jeden Fall muss noch mehr Schwung drauf. Es ist zu viel. So. Oh, das war knapp. Das war gut. Okay, wir machen dich wieder eher horizontal. Vertikal natürlich. Ja, wir kommen. Theoretisch kommen wir ran. Jetzt ist das Problem, wir müssen die Straße das noch aushalten lassen. Nehmen wir hier die besseren Straßen. Hier eventuell auch noch, weil er muss den Schwung mitnehmen. Den zerfetzt es richtig. Gut, was ist, wenn wir dich hier noch stabilisieren? Ja! Oh, der war gut. Er hat nur die Drehung nicht gut hinbekommen. Wir machen es mal langsamer, um zu sehen. Der hat richtig gut Tempo. Hier, die 1, 2, 3, 4... Fünfte Straße ist schlecht. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen anpassen. Damit er die Kurve richtig gut nehmen kann. Eventuell haben wir dann das Problem, dass er zu schnell ist. Da müssten wir die Straße hier auch noch ein bisschen anpassen. Weil wenn er zu schnell ist, schießt es ihn runter ins Wasser. Nee. Aber wenn er lang genug wartet, wäre das auch nicht so schlimm. Wo fliegt der denn lang? Wir haben nicht viel Platz. Wir können auch eine Straße hier dran setzen. Alles andere wird zu extrem. Weil wenn ich jetzt noch eine Straße mehr mache, dann zerschießt es ihn sowieso. So könnte es gerade noch hinhauen, jawohl. Es ist sogar gut, dass er jetzt so lange wartet. Es geht noch nicht. Er ist zu schnell. Er ist zu schnell. Also machen wir die Straße weg. Machen den Winkel hier. Aber steiler für ihn auf der, beim Raussprung. Ich muss nur hoffen, dass er wieder so lange
hier drin wartet wie eben. Weil das war vom Timing her gut, finde ich. Er muss wieder so lange hier ausharren. Naja, ist zu früh. Ist zu früh. Da schießt es ihn gegen. Ja. Wie kann ich den da ein bisschen warten lassen? Ich glaube, ich muss ihn hier tatsächlich so ein bisschen aufprallen lassen, damit er erst später Schwung holen kann. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Ich bin gefühlt nah dran an der Lösung. Ich will jetzt diese Lösung haben. Komm schon. Da müssen wir dich jetzt etwas länger warten lassen. Ich glaube, er war trotzdem noch zu gut. Ja, definitiv zu gut. Etwas steiler, etwas abgehackter, damit er ein bisschen länger ausharrt. Du hast kein Stressauto. Wart einfach. Wart einen Moment und dann darfst du gerne losflitzen und ins Ziel fliegen. Aber du musst noch ein bisschen warten. Vielleicht sogar den Schwung ein bisschen... Oh, das ist auch nicht so schlecht. Wenn er da nämlich Ticken langsamer ist. Eventuell den Schwung verringern. Wenn wir den Schwung niedriger machen, muss er trotzdem noch draufkommen, aber er darf nicht zu schnell sein. Jetzt können wir hier ein bisschen runtergehen. Noch weiter runtergehen. Er schafft das nicht ganz drauf bis jetzt. Okay, jetzt muss er halt schauen, oder muss ich schauen, wie ich das hier stabil kriege. Ich glaube, da muss ich jetzt den Mittelweg finden. Von der Geschwindigkeit her, das ist gut. Aber er ist zu langsam jetzt. Jetzt kommt er nicht mehr hoch genug. Also müssen wir das hier wieder ein bisschen anpassen. Noch ein Tick zu langsam. Also wieder ein bisschen anpassen. Er muss bis hier hinkommen, dass er gerade so nach vorne neigt. Ich will ihn ja langsamer werden lassen, damit er eben später hier rüberkommt. Ich wäre echt ein Freund davon, ihn noch langsamer drauf landen zu lassen, aber er muss halt trotzdem noch gut... Er muss noch so drauf landen, damit das Ding auch hält. Das ist mein Problem jetzt. Wir machen es ganz einfach. Eine längere Strecke kriegen wir damit, indem wir das hier... Also er ist langsamer oder braucht länger, wenn wir hier die Strecke einfach verlängern. Je länger die Strecke, desto mehr Weg muss er hinter sich bringen. Müssen wir noch eine Zwischenstraße einbauen. Sonst wird das definitiv nichts. Eventuell sogar zwei Straßen. Budget ist gar kein Problem. Da habe ich gar keinen Blick drauf gehabt die ganze Zeit. So, wie sieht es jetzt aus? Ne, jetzt kriege ich... Oh, wobei. Wenn er gut landet, könnte er wieder Speed aufnehmen. Ne, tut er leider nicht. Wenn er diesen blöden zweiten Checkpoint nicht bräuchte. Okay, wir gehen hier wieder auf die 70, damit du einen Ticken schneller bist. Wir machen es so. Ist der letzte Versuch für diese Episode.
Das ärgert mich, weil ich bin so nah dran. Wir machen den Weg hier länger. Wir geben ihm hier einfach mehr Weg. Ganz einfach. So, jetzt wenn wir hier eine Verbindung bis hier hinkriegen, das ärgert mich ein wenig. So, neuen Ansatzpunkt. Das hier verbinden. Reicht das schon so? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen hier auf jeden Fall noch eine Verbindung hinkriegen. So, gucken wir mal. Jetzt ist der Weg länger. In Ordnung. Ein bisschen mehr Geschwindigkeit, wenn es sein darf. Darf nicht, sonst reißt es. Es kann sein, dass ich jetzt die Geschwindigkeit des Drehens verändert habe. Durch die Verlängerung hier drüben. Der ist... Ist gut. Der hält lange. Das ist es. Das ist es. Nein, 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 nein. Jetzt komm schon. Ich bin so nah dran. Es kann doch nicht wahr sein. Es ist doch quasi schon gelöst gewesen. Es kann doch nicht sein, dass so ein Mühe jetzt nicht reicht. Wahrscheinlich brauche ich hier drüben auch gar nicht unbedingt die ganzen Straßen, weil er manche überspringt durch seine Zwischenlandung. Jetzt ist er zu schnell. Es nervt mich so ungemein. Dass ich so nah dran war und es jetzt doch wieder nicht hinkriege. Es ist so ärgerlich. Er hält nicht lang genug. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Naja, es soll nicht sein. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Habt beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei Poly Bridge 2. Und zwar nächste Woche am Dienstag bei der nächsten wöchentlichen Herausforderung. Bis dahin noch einen schönen Abend. Und auf Wiedersehen.